Wir starten mit Kindern ab 4 Jahren. Bei den 4- bis 8-Jährigen ist es zunächst Rugby ohne Kontakt. Sie tragen einen Gürtel und die anderen Spieler müssen sie fangen. Das simuliert das Tackeln. Und ab 8 Jahren führen wir dann langsam auch das Tackeln ein, denn Rugby ist nun mal ein Kontaktsport. Also wir geben ihnen die Technik, damit sie Rugby spielen können, aber natürlich sollen sie auch Spaß haben. Also mir gefällt sehr das Tackeln. Und auch ein bisschen die brutale Spielweise, aber es ist halt auch nicht so hart. Es ist nicht so hart, wie es aussieht. Es tut manchmal weh, aber irgendwann blendet man das dann aus und dann denkt man sich so, ich mache jetzt weiter. Super, gut Tackle, Nick. Right now we have a range of kids that come from almost everywhere, I would say. Wir haben Kinder von fast überall bei uns. Die große Mehrheit kommt von der französischen Schule, mit der wir eine Kooperation haben. Rugby ist in Frankreich sehr beliebt und deshalb wollen die Kinder es lernen. Zudem haben wir Kinder aus England, vielen anderen Nationen und natürlich auch aus Deutschland. Aber wir arbeiten daran, dass es noch mehr werden. Denn nur so kann sich der Verein entwickeln, wenn wir Kinder haben, die im jungen Alter starten und später dann auch als Erwachsene im Verein spielen. Rugby ist ein sehr guter Weg für die Kinder, um verschiedene Werte zu lernen. Zum Beispiel Respekt. Im Rugby ist Respekt ein sehr wichtiger Wert. Respekt gegenüber dem Trainer, den Eltern, den Schiedsrichtern und dem Gegner. Außerdem lernen sie Teamgeist. Rugby ist ein Sport, in dem dir selbst als bester Spieler der Welt alleine gar nichts gelingt. Du brauchst die anderen 14 Spieler. Sie lernen also auch als Team zu arbeiten. Deutschland hat sich fast für die WM qualifiziert, die dieses Jahr in Japan stattfindet. Das hat schon für einen gewissen Hype gesorgt. Einige TV-Sender berichten jetzt mehr vom Rugby. Zum Beispiel werden das Six Nations-Turnier und internationale Spiele gezeigt. Beim 7er Rugby, es gibt ja verschiedene Arten des Rugbys, da ist das deutsche Team richtig gut und auch das wird gezeigt. All das sorgt schon für eine gewisse Euphorie.